Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine polnische Minimap vorstellen und es geht natürlich dann auch gleich los. So, hier sind wir am Startpunkt angekommen. Ich denke, wir schauen uns erstmal hier an, was wir haben an Startfahrzeuge. Bin mal gespannt, wie es da gibt. Also wir haben hier einen Fette, dann haben wir hier einen T5. Dann haben wir hier einen Frontlader von Stoll, die passende Universalschaufel dazu, einen kleinen Käsedrescher mit einem Cappello Maisgebiss für Körner Mais. Dann haben wir hier das passende Schneidwerk für Getreide. Und dann haben wir hier einen Farmtech-Hänger und einen Quellland-Kultivator. Dann haben wir einen Kronflug, dann haben wir eine Quellland-Nähmaschine und einen Dünnestreuer. Dann haben wir hier von Kotte Garant ein Güllefass, einen Miststreuer von Farmtech. Dann haben wir ein Pöttinger Frontschneidwerk, einen Sammelwagen und von Justin ein Wasseranhänger für Viecher, ein Silo King, Buttermischhänger und hier platzierbarer Wasserturm haben wir hier in Eigen. Dann schauen wir mal gleich mal die PDA. Ja, die PDA, die ist nicht so ganz okay, weil wie wir hier sehen, sind hier außerhalb von der die Symbole da von den Hühner. Dann hier. Das dürften die Schweine sein, die Kühe, der Shop und die Schafe. Das ist alles außerhalb der Karte eigentlich. Da stimmt das der Eintrag nicht in der Map 01 nicht. Dann schauen wir hier Früchte. Hier, da haben wir. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, was es jetzt genau ist. Aber es ist wurscht. Dann haben wir hier zwei Verkaufsstellen. Also ist nicht da, was wir da haben. Aber wie es ausschaut, wird das dünner oder was sein? Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann schauen wir mal hier erstmal hier mein Hof, haben wir hier die Hühner mal da. Schauen wir mal, ob mal hier das Tor, ja, ja können wir hier aufmachen. Ein bisschen das Gras kommt durch. Ich werde ein bisschen nachgearbeitet werden müssen, wie man jetzt sieht. Weil ich bin daher ein bisschen penibel. Da flackert ein bisschen die Textur, da haben sie was ineinander geschoben, wie es ausschaut. Aber toll ist, dass man hier die Sachen aufmachen kann. Liegen ja auch hier die Eier hier. Ich habe jetzt ein Ei gefunden. Ei, ei, ei. So, dann hier noch. Hier für die Deko, eine Leiter sogar. Nehmen wir gespannt hier das Tor. Da muss ich alles mit der Maus aufmachen. Ich habe auch gelesen, dass die Karte Schlamm verbaut sein soll. Hier haben wir das Tiermenü. Schon mal. Gucken wir mal her. Haben wir jetzt schon mal hier die Kühe. Kaufen wir mal die Kuh, dann schauen wir mal, wo die dann rumläuft. Aber man hat hier von Sound her. Ah, da ist es schon. Oh, das sind Deko-Kühe. Kann auch sein, dass das sind. Aber eine Kuh habe ich gekauft. Eine nur. Können wir jetzt auch noch schauen nochmal. Also es bei Escape, ob das hier eingetragen ist. Kühe, okay, haben wir 6 Stück. Sauberkeit 100%. Also ist, wie man hier sieht.
gibt es hier nur die Kühe. Haben wir ja auch bei uns im Futtermischwagen hier drin. Da haben sie hier. Das haben sie leider blöd gemacht hier. Das ist das Tor. Mit dem Futtertrag. Wir hätten das ein bisschen rüberschieben müssen, dass der Futtertrag jetzt da durchgeht. Das ist ja eins, ich sage, das gefällt mir nicht. Dann haben wir hier die Füllegrube. Da haben wir 35.000 Liter drin, sind 4%, wie wir ja lesen. Dann haben wir hier Misthaufen. Aber ist die Frage. Er zeigt mir aber nicht an. So, nochmal hier die Tür. Da auch wieder hier, da geht das Brettchen durch. Aber dass der Misthaufen da das nicht anzeigt, hier müsste das der Schlamm sein. Das werden wir uns dann nachher auch gleich anschauen. Wie man sehen kann, man hier Missionen machen. So, auf den ersten Blick wirkt die Karte ja echt toll. Muss ich wirklich sagen. Aber wie ich jetzt gesehen habe, sind hier doch ein paar Sachen, wo mir persönlich nicht gefallen. Dass das Tor durchgeht, dass das Gras da durchschaut. Das Gras ist ja nicht so viel, muss ich auch noch dazu sagen. Da drücken wir schon mal ein Auge zu. Dann haben wir hier eine Wand. Dann dürfte hier ein Silo sein. Ja, haben wir hier ein Fahrsilo und freies. Deswegen sind auch hier die Reifen. Dann haben wir hier Fallen. Jetzt können wir hier mal schauen, ob hier noch so Trigger sind. Sind zu viel weit oben. Nein, hier ist kein Verkauf. Aber das hier so sehen, also hier vorne her, haben wir den Trigger fürs Tor zum Aufmachen. Hier haben wir die Kühe. Und ich denke mal, wir werden uns weiter die Karte von oben her anschauen. Dann haben wir hier ein Gewässer. Auch ganz niedlich. Dann haben wir hier ein bisschen Wald an der Seite als Kartengrenze. Ah, cool. Aber so die Karte ist ja sonst optimal. Die hat also eine Lok nur ein Aero wegen der Textur, was er klagen hat. Hier sehen wir, haben wir jetzt da hier Schlamm in den Feldern dran. Also wird das sicherlich sehr interessant sein. Und lange Felder, schmale, also relativ schnell. Du kannst auch hier aus dann mehrere Felder ein Feld machen. Hier haben wir auch einen Schlamm drin, wie wir sehen. Was haben wir so noch zu sehen? Da haben wir uns den Bettinger, hier haben wir die Hochspannungsleitung. Leider ist halt hier in der Karte halt einiges nicht eingetragen. Aber hier haben wir schon das Shop-Symbol, aber auf der PDA stimmt das dann nicht. Also der Trigger ist schon da, der funktioniert. Dann haben wir hier die Optionen. Da ist jetzt auch nichts da. Da haben wir ein Bankomat. Das stimmt auch. Ich bin gespannt, sowas gibt. Da kannst du hier noch weiter reinlaufen. Hier haben wir einen Eierverkauf. Wir haben ja ein Ei schon uns unten. Oder geholt. Hey, ich bin noch müde von gestern noch heute von dem Livestream, was ich gemacht hatte. Was haben wir noch hier? Also, die Verkaufsstelle haben wir. Dann dürfte hier, denke ich mal, ein Strohverkauf sein. Ja, haben wir hier den Trigger für den Stroh. Da mal Abladestelle. Was haben wir hier noch da? Ja, relativ schnell gesehen, weil die Karte ja wirklich klein ist. Das muss ich mal ausmachen, dass wir dann so lecken. Also, eins, was ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen habe, eine Hofabladestelle. Irgendein Getreidebunker, sowas auf Durchdruck. Ja, wie wir hier sehen, haben wir hier das Kartoffeln raustun, also oder wie man sagt, ist das.
mal her, mach mal Speedy. Alles, was ich hatte. Sehen. Haben. Jedenfalls ein paar tolle Feldjäger mal drin. Eins, was ich noch gesehen habe, ist doch noch da. Habe ich vielleicht nicht genau geschaut. Also gehen wir nochmal runter, machen wir den ersten Gang rein. Schauen wir mal hier. Also hier haben wir Rundball, das ist Dickfutter. Hier haben wir auch nichts. Also jetzt nehmen wir uns den platzierbaren Wasserturm. Vielleicht hast du hier überhaupt kein Lager. Also hier haben wir eine Abladestelle. Da waren wir ja vorher schon. Hier. Dann hier Rohverkauf. Aber wo ist. Also hier nichts mit oder so, aber. Wo ist da hier auf der Karte so ein. Hofsilo. Dorf ist sehr klein, sehr überschaulich. Hier haben wir. Ja, also ich sehe eigentlich. Was soll ich sagen? Irgendwie schade. Also die Karte ist noch nicht, meiner Meinung nach, richtig fertig. Weil wir die ganzen Getreide machen. Dann stimmen die Einträge nicht in der Map 01 für die PBA nicht. Weil wenn ich jetzt die Karte mal also vergrößere, hier, dann wir haben, soweit ich weiß, 27 Felder. Vielleicht nur genau schauen, was wir hier haben. Habe ich extra geschaut. Also wir haben 27 Felder, zwei große Wiesen, Hafer, Roggen, Kauf von Getreide, Job, Dorf, Felder, Missionen, ja, das ist da, Schlamm ist auch da, man kann die Tore öffnen mit der Maus, das habe ich euch auch gesagt. Kühe und Hühner haben wir, ja, aber halt einiges fehlt da und halt, dass in der Karte halt ein Aero drin ist. Und das kann ich auch gleich dann noch zeigen. Müsst ihr jetzt hier haben. Dann seht ihr hier, dass das der Aero hier ist. Und mehr hat jetzt gar nicht. Dann lohnt sich mal wegen Riptlure. Es ist ein Aero. Ein Animal, also mit Tiere das zu tun. Hat jetzt hier zwei Aeros drin. Mehr dann nicht. Ja, das ist eigentlich das Karte, meiner Meinung nach, wenn es ganz fertig ist, kommt die von mir nur 1,5 Sterne. Sonst finde ich die Karte ja eine gute Idee, so her, als Singleplayer. Ja, wenn dir trotzdem das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus euch, euer Franz.